Herzlich willkommen. Mein Name ist Amati Holle und ich möchte Ihnen meinen persönlichen Gabentisch zeigen. Mein eigenes Jingle Bells haben Sie schon gehört. Weil es gibt bei mir in meinem Leben etwas Neues. Eigentlich gibt es mehr als etwas Neues, aber das ist das Neueste in meinem Leben. Riechen Sie mal. Es riecht noch nach Druckerei. Es riecht nach Druckerei, weil es ist frisch von dem Verlag geschickt worden und ich würde gerne Ihnen dieses Buch ans Herz legen. Das ist für alle geeignet, die auch eine sichere Basis haben wollen für die Homöopathie, weil es geht um die bewährten homöopathischen Arzneien. Für mich ist das mit den homöopathischen Arzneien so etwas wie, alle Arzneien befinden sich in einem Haus und es gibt große Flure und kleine Nischen und die viel geprüften Mittel, die bewährten Arzneimittel, sind die, die eigentlich schon Hahnemann ins Leben gebracht hat. Und das sind sozusagen die großen Flure. Und die müssten wir kennen, wenn wir Homöopathie machen, damit wir so eine Grundstruktur dieses Hauses überhaupt kennen. Man nennt diese Mittel leichtfertig auch große Mittel, wohl auch, weil sie Großartiges bewirken, aber eben auch, weil sie den meisten bekannt sein sollten. Und diese sogenannten kleinen Mittel, die finden Sie im hinteren Teil, die heißen nur deshalb kleine Mittel, weil unser Wissen darüber noch sehr klein ist. In der Homöopathie ist ja in den letzten 20 Jahren so richtig eine Explosion von Wissen geschehen. Vornehmlich über Jan Scholten und Rajan Sankaran und natürlich vielen, vielen anderen, also gab es einen riesen Forschungsimpuls und auch eine Neuentwicklung in der Homöopathie, dass wir zwar immer noch von den Großen ausgehen können, und das tue ich auch nach all den Jahren noch, dass ich häufig schaue, aha, ich bin hier in einem Flur, der kommt mir bekannt vor, aber es kann sein, dass ich die Arznei nicht kenne. Aber möglicherweise geht diese Arznei von diesem großen Flur ab. Und dann öffnen wir eine Tür. Ich verwende so gerne immer das Beispiel für Lycopodium. Den meisten ist Lycopodium sehr vertraut und bekannt. Aber wenn wir in den Flur von Lycopodium kommen, dann sehen wir plötzlich, da ist noch eine kleine Nebentür und da steht Bäume drauf und dann finden wir die homöopathischen Baumarzneien. Zu den Bäumen gleich mehr. Ich habe in diesem Buch es nicht nach Familien geordnet, sondern dieses Mal ist es von A bis Z, von Arsenicum bis Zinkum. Also, und ich habe versucht, und der Verlag mit mir zusammen, versucht, möglichst viel Leerraum zu lassen, dass sie Platz haben für Randbemerkungen, weil nichts ist so wichtig in unseren homöopathischen Büchern als die eigenen Randbemerkungen. Die eigenen Erfahrungen vertiefen sich und bringen das zum Vorschein, was wir wirklich kennengelernt haben. Im Anfang eben die Steckbriefe, nenne ich sie gerne, weil jeder Arznei eine Seite bekommt, und im Abschluss die Quintessenzen. Und die Quintessenzen, da habe ich alle Pflanzenfamilien zum Beispiel auf den Punkt gebracht, nochmal die Essenz rausgesucht, dass wir sofort eine Erinnerung haben, die und die Pflanzenfamilie steht für das Thema, und darunter finden wir dann gleich die Sortierung der Arzneien, dass wir sofort wissen, das gehört zu der Familie. Oder bei den Spinnen zum Beispiel, haben wir die Spinnen gerade hier. Da haben wir alle Spinnen auf einen Blick. Das ist jetzt zum Teil eben auch schon viel, viel, viel Text.
bei den Pflanzenfamilien war es uns möglich, sie bunt zu bebildern. Das wäre ein Fauxpas gewesen, wenn wir dazu nicht auch ein Bild hätten. Das liebe ich ja besonders, dass wir direkt, wenn wir mit einer Arznei in Berührung kommen, sich eine Tür öffnet und wir auch Bilder dazu haben und Geschichten. Also frisch aus der Druckerei. Und das empfehle ich Ihnen. Das etwas ältere, das gibt es schon seit ein paar Jahren, vielleicht kennen Sie das schon. Manche haben immer noch die erste Ausgabe, das war ein grünes Buch, aber das grüne Buch war leider noch nicht bebildert, während die weiteren Ausgaben zu den Arzneimitteln eben auch Bilder dazu haben. Das war mir persönlich ein großes Anliegen, weil die Schriftsprache ist nicht gerade meine Leidenschaft. Und ich brauche immer wieder sowas wie sofort über ein Bild weiß ich, mit welchem Thema ich in Kontakt komme. Also viele Bilder in diesem Buch. Und da sind in diesem Buch nicht die Arzneien von A bis Z angeordnet, sondern direkt nach Pflanzenfamilien sortiert, dass sie über den Zugang der Pflanzenfamilien, Familien und Reiche, die ganzen, nicht nur die Pflanzenfamilie, sondern die Familien und Naturreiche sind in dem ganzen Buch schön aufgeführt und dass man sofort darin kundig wird. Ob nun die Schmetterlinge oder was auch immer für Tiere, Nosoden, es gibt unendlich viele Kategorien, nach denen man sich das ordnen kann. Und es gibt in diesem Repertorium auch ein Repertorium nach Lebensthemen. Das ist für mich, für meinen Praxisalltag so wichtig, weil wir bekommen ja die Geschichte des Lebens erzählt. Und in dieser Geschichte haben wir ein Thema, was so sehr in den Vordergrund geht und was sich so sehr bemerkbar macht. Und das können wir im Repertorium der Lebensthemen wiederfinden, zum Beispiel Mutterthemen oder Liebeskummerthemen, überhaupt Probleme innerhalb des Familienzusammenhangs, Probleme mit der Arbeit, wo die Konflikte am meisten ausgetobt werden. Hier finden sich vor allen Dingen die sogenannten Kleinmittel sehr essentiell auf den Punkt gebracht, dass wir uns wirklich eine Orientierungshilfe für den Praxisalltag haben. Manche wissen es, ich hatte dazu auch eine Schreibtischunterlage schon einmal hervorgebracht. Hier ist die Schreibtischunterlage, die hat nur leider einen großen Nachteil. Wir haben zwar alles schön übersichtlich und in Kurzform, aber der Versand ist sehr teuer. Die Post möchte dafür gerne 7 € haben und die würde ich dann an Ihnen weitergeben, weshalb das mit dem Versand schade ist. Wenn Sie die nicht laminiert haben wollen, dann, also die kostet 20 € und die nicht laminierten kosten nur 10 €, weil die kann ich falten und klicken als Poster und dann ist der Versand eben nicht teuer, dann kostet der auch 1,50 nur. Eine andere Leidenschaft von mir sind eben auch die Bäume und ich begleite in den Seminaren Menschen, wie sie selbst mit Bäumen kommunizieren und in Kontakt treten können und erfahren, wofür sie stehen. Dieses Wissen habe ich zusammengefasst. Ich hoffe, dass ich dafür mal einen Verlag finde, der das schön bebildern, also Bilder habe ich natürlich, aber der das auch ein bisschen designen kann, dass das auch ein bisschen ein Schmuckstück wird. Im Moment gibt es nur das als Heft. Und in diesem Heft finden Sie nicht nur Informationen über die Bäume, sondern auch Lieder über die Bäume, die ich von den Bäumen geschenkt bekommen habe. Dann bin ich in stiller Einkehr mit den Bäumen und dann lausche ich und manchmal bekomme ich ein Lied geschenkt.
Also Baumheilweisen gibt es, aber Sie können natürlich auch nur die Lieder haben. Das gibt es auch in den Heften. Da habe ich die Noten zusammengestellt, beziehungsweise zusammenstellen lassen, weil ich selbst gar keine lesen kann. Und da hat mir jemand anhand meiner Lieder die Noten geschrieben. Das war ein großer Glücksfall für mich. Da ich selbst nicht Noten lesen kann, habe ich auch eben noch die CD. Dann kann man das singen, indem man das mithört. Und anhand der Lieder über die Bäume mehr zu erfahren. Das ist übrigens eine wunderschöne Eiche im Jenischpark in Hamburg, wo ich auch immer wieder bin mit den Baumseminaren. Aber ich reise eigentlich durch ganz deutschsprachigen Raum und vermittle den Menschen, wie sie mit Bäumen in Kontakt treten können und wofür die stehen. Ein weiteres Steckenpferd ist die Meditation. Seit über 20 Jahren begleite ich bei den Vollmondmeditationen einen Kreis von Menschen und lasse über mediale Durchsagen etwas zu bestimmten Zeitthemen vermitteln. Und diese gesamten Jahre wurden zusammengefasst in diese unterschiedlichen Hefte, wo beschrieben worden ist, wie unterschiedliche Quellen sich zu unseren Entwicklungen hier auf dieser Erde äußern. Da sind die Hathoren dabei, Mutter Maria und aber auch die Erde selbst. Die können Sie auch direkt auf der Shop-Seite direkt runterladen. Das ist übrigens die andere Neuigkeit. Ich habe jetzt neuerdings einen Shop unter www.amartiholle.de und in diesem Shop können Sie quasi sich bestimmte Sachen anschauen und auch runterladen. Vor allen Dingen aber Videos. Ich bin nicht so eine wirkliche Freundin von Zoom. Es ist für mich immer wieder komisch, so ähnlich wie jetzt, zu einer Kamera zu sprechen und nicht mit Menschen in echten Kontakt zu kommen. Ich bin eher so ein Kontaktmensch. Ich brauche die Resonanz und den Kontakt, um wirklich ins Klingen zu kommen. Und dann habe ich manche Seminare mit aufzeichnen dürfen oder auch zu einzelnen Themen eben auch etwas mitgeteilt und aufgezeichnet. Diese Videos eben auch über die Homöopathie, aber auch die Meditation können Sie im Shop finden und sich runterladen. Natürlich alles andere auch. Zum Beispiel immer gern zur Weihnachtszeit meine Einsichten, das sind in so einem kleinen Stoffbeutelchen, Kunstdruckkärtchen in Visitenkartengröße. Da habe ich meine Bilder sehr geschrumpft, in kleines Format gebracht und habe meine Einsichten dazu unten auf dieses Kärtchen gebracht. Es ist im Wesentlichen so, dass ich darin alles verarbeitet habe, was ich in den Heilseminaren sage. Zum Beispiel, Erfüllung ist im Einklang zu sein mit dem, was jetzt ist. Oder du ist der Spiegel meiner Liebe. Oder die größte Sicherheit ist die Veränderung. Abschied und Neubeginn entstehen im gleichen Moment. Alles ist mit allen in Verbindung. Alle solche kleinen Wesens- und Lebensweisheiten, die kann man sich dann morgens ziehen und sich davon inspirieren lassen. Das gibt es auch als Postkarten, nur dann ohne Sprüchetexte. Sie können auch Postkarten haben von mir. Da ist es nur schwierig von einzelnen Bildern. Das gibt es immer eher als Set, 10 Stück im Set. Und dann ist das so ein bisschen eine Überraschung, welche Postkarten Sie dann vorfinden. Ich muss mal schauen, ob ich alles habe. Oh ja, die Kunst natürlich. Die Kunst finden Sie auch in meinem Shop und Sie können sich diese Motive, die Sie dort sehen, natürlich auch
als Leinwanddruck machen lassen, wenn die Bilder nicht mehr im Original zu verkaufen sind. Oder sie lassen sich daraus ein Kissen machen oder Decke oder was man heutzutage alles machen kann. Es ist einfach erstaunlich. Es ist immer wieder eine Überraschung für mich selbst, wie sich die Dinge immer wieder weiter kreieren und immer wieder weiter kreieren und weiter kreieren. Also machen Sie sich gemütlich auf diesem Kissen. Vielleicht interessieren Sie sich auch für die Seminare. Ich gebe auch Kunstseminare. Im Sommer habe ich immer eine Woche einen Kunstblock. Zu mehr Zeit reicht es dann leider dann doch nicht, wo Sie mit mir zusammen und anderen Ihre Kreativität entdecken können. Natürlich mache ich auch Seminare zur Heilarbeit und Intuition. Homöopathie ist keine Frage und die Bäume sowieso. Und es gibt auch einen Jahreskurs zur Vertiefung und Entwicklung für unsere Bewusstseinserweiterung. Da passiert ja gerade wirklich viel auf dieser Welt und ich würde sehr gerne darin auch hilfreich und unterstützend sein, dass wir noch näher zu uns finden und noch mehr mit uns selbst in Frieden kommen, weil für mich ist das die Basis für den Frieden, dass wir bei uns anfangen. Da können wir uns darin aufhalten, dass die anderen Menschen sich das Leben schwer machen. Wenn wir uns selbst auch das Leben schwer machen, kann das sein, dass wir bei uns anfangen können. Und das gibt es eben als Jahreskurs zu bestimmten Themen, ob das nun zur Selbstliebe und Vergebung oder Kraftplatzarbeit ist. Schauen Sie einfach mal um in meiner neuen Internetseite und vielleicht finden Sie was für Ihren Geschmack, was Sie inspirieren mag und Sie sich dafür interessieren. Ich danke Ihnen, dass Sie es bis hierhin durchgehalten haben und noch nicht weggeklickt haben. Und vielleicht sehen wir uns im einen oder anderen Seminar oder höre ich von Ihnen, weil Sie merken, das könnte mich interessieren. Der Shop kann sein, der ist immer noch ein bisschen in Arbeit. Es sind noch nicht alle Videos hochgeladen. Die meisten stehen aber schon und in der Übersicht können Sie schon sehen, was es gibt. Sollte ein Button nicht funktionieren, schreiben Sie mir einfach info@amatiholle.de. Amati Holle klein und zusammen, sowohl in der Internetseite als auch in der Zuschriftseite. Ich glaube, ich habe alles Ihnen auf den Tisch gelegt, was ich Ihnen gerade ans Herz legen möchte. Nein, ans Herz legen möchte ich Ihnen noch was ganz anderes. Ans Herz legen möchte ich Ihnen die Stille. Der Weihnachtsbaum, der kann uns eigentlich an Stille erinnern. Denn die Wesenskraft der Tanne hat etwas mit Stille zu tun. Und das ist nicht so verwunderlich, dass die Menschen dann angefangen haben, den Weihnachtsbaum, also die Tanne, ins Haus zu holen, weil es dann einen ruhenden Mittelpunkt gibt. Ich finde es selbst manchmal ein wenig sehr aufreibend, mein Leben, obwohl mir all das, was ich tue, viel Freude bereitet. Aber ich fange an, die Stille in mir immer mehr zu entdecken und zu genießen. Dieser schöne Klang da drin, wenn unser Geist zur Ruhe kommt. Vielleicht haben Sie auch die Gelegenheit dazu oder Sie finden eine Gelegenheit, wenn das da oben nicht aufhört, sich irgendwo dann doch nach innen, vielleicht über den Atem, zu erinnern, wo und wie Ihr Herz schlägt und wofür Ihr Herz schlägt. Wofür mein Herz schlägt, das ist immer leicht zu sehen, weil ich ja damit immer sehr öffentlich bin. So hat jede ihre Aufgaben. Und ich schätze meine und lass sie daran teilhaben. Einen herzlichen Dank.
und alles Liebe für Sie.